Herzlich willkommen bei Dirkson Photography und Fotografieren mit Dirkson. Heute der rote Faden der Hochzeitsfotografie. Ich erzähle einfach mal, wie ich eine der ersten Hochzeiten bekommen habe und was daraus entstanden ist. Ich war in Hamburg unterwegs eines Sommertages und habe Leute auf der Straße fotografiert. Und eine dieser Personen war Katrin. In 5 Minuten fotografiert, easy bambisi, wie immer. Und ich bekam dann eine E-Mail, wo drin stand, ey, du hast unsere Freundin fotografiert in Hamburg. Uns haben die Bilder gefallen. Hast du nicht Lust, unsere Hochzeit zu fotografieren? Ebenfalls in Hamburg. Es war ein Studentenpaar, Alex aus Russland und Claire aus Frankreich, die sich in Hamburg kennengelernt haben. Und ich dachte mir, Mensch, warum nicht? Ist das schön? Ich spreche jemanden auf der Straße an und daraus entsteht ein Hochzeitsauftrag für Hochzeitsfotografie. Ich habe dann die Hochzeit fotografiert. Das war einer der ersten, die ich überhaupt fotografiert habe. Und ich war sehr happy danach. Ich habe ja nicht damit gerechnet. Dann, 8 Monate später, bekam ich eine SMS. Das war zwischen Weihnachten und Neujahr. Und ich dachte mir irgendwie, es ist zu spät für Weihnachtswünsche, aber zu früh für Neujahrswünsche. Wer schreibt mir denn? Und das war die Braut, Claire. Und sie hat mir geschrieben, hey Janis, mein Bruder Xavier heiratet jetzt ebenfalls. Und er heiratet Andrea, die in Toulouse wohnt. Möchtest du nicht zu uns nach Toulouse kommen für ein Wochenende? Wir bezahlen den Flug, wir bezahlen deine Leistung und du fotografierst die Hochzeit von Andrea und Xavier. Das heißt, das haben wir dann gemacht. Das heißt, wir haben jemanden auf der Straße angesprochen, ganz einfach, 5 Minuten fotografiert. Daraus entkam ein Auftrag für eine Hochzeitsfotografie und von dieser Hochzeit kam dann noch ein Auftrag für Hochzeitsfotografie. Und wer weiß, was daraus entsteht. Ich war dann in Toulouse von Freitag bis Sonntag und die Hochzeit war am Samstag. Das heißt, ich hatte den Freitag, ich war schon mittags da, ich hatte den Freitag komplett für mich und den Sonntag, weil ich erst um 20 Uhr zurückgeflogen bin. Und was ich immer gerne mache, ist für mich, weil mir das ein schönes Gefühl gibt, ich gehe nicht shoppen, das ist mir nicht wichtig. Ich gucke mir auch keine Sehenswürdigkeiten an, das ist mir auch nicht wichtig. Ich fotografiere Menschen, das ist mir wichtig. Das heißt, ich habe die Kamera genommen und das auch gefilmt und Leute fotografiert. Und daraus kamen wieder viele Facebook-Nachrichten. Ey, bist du Fotograf in Toulouse? Dann auf Französisch haben die mir geschrieben. Und wer weiß, was daraus entsteht. Also, wenn du das tust, was du liebst, was bei mir die Fotografie ist, dann kommen Leute auf dich zu mit Anfragen. Wenn du regelmäßig das machst, wenn du was postest bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube, auf deiner Website, wenn du vielleicht ein Geschäft hast oder Freunde fotografierst. Fotografie bei mir ist im Alltag mit drin. Und es ist egal, ob ich zu Hause bin an einem Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Samstag, Sonntag. Die Kamera ist in der Regel dabei. Und selbst wenn ich im Urlaub bin, wie jetzt hier in Spanien, ich mache mehr Fotos als im Alltag. Weil ich hier keinen Computer habe, gibt es keine Nachbearbeitung. Das kommt alles danach. Ich mache hier viel mehr Fotos und Videos als im normalen Alltag. Also, für dich, du siehst den roten Faden oft erst im Nachhinein. Im Nachhinein macht das Sinn, dass ich jemanden auf der Straße angesprochen habe und daraus ein Hochzeitsauftrag gekommen ist und daraus noch einer. Im Nachhinein macht das Sinn. Ich sehe den roten Faden in Richtung Hochzeitsfotografie, einfach aus diesem einen Erlebnis. Und genauso kann es ja auch passieren, dass du einen Freund fotografierst, eine Freundin, einen Arbeitskollegen und die irgendwann, vielleicht 1-2 Jahre später, auf dich zurückkommen und sagen, die Fotos von damals haben uns gut gefallen, wir haben uns jetzt verlobt, willst du nicht unser Fotograf sein? Weil viele Leute möchten jemanden, den sie kennen. Selbst wenn es jemanden gibt, der bessere Fotos macht. Vielen ist es wichtig zu wissen, wer ist denn diese Person? Komme ich mit dieser Person klar? Funktionieren wir? Macht es Spaß, mit dieser Person zusammen zu sein? Das ist vielen Paaren wichtiger als super-duper High-Class-Fotos. Wenn du die super-duper High-Class-Fotos auch kannst, dann umso besser. Aber diese persönliche Beziehung, das ist oft das Wichtige. Und deswegen
wenn du auf einer Hochzeit einen angenehmen Umgang machst und hast mit den ganzen Gästen, dann kommen automatisch Folgeaufträge für dich dabei raus. Aber niemand weiß wann. Erst muss man sich verloben. Das war's.